In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Man sieht mich schon. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt zurück. Also, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und dann geht's auch zurück nach Deutschland. Lena schläft übrigens. Und wir sind auch am Arsch. Du auch, ne? Ja, ja. Ich habe gar nicht geschlafen. Naja, wir merken das uns, wenn wir in Deutschland sind. Wir sind jetzt am Flughafen und ich habe nur 6%. Lena ist wach. Hat die Rampuppe einen Bonbon gegeben. Ja. Und jetzt müssen wir, jetzt haben wir noch eine sehr, sehr lange Zeit. Nicht so haben wir, Schatz. 4:30 Uhr. Unser Flug geht in 3 Stunden erst. Also so wie in Deutschland. 2,5. 7:45 Uhr. Ja. Müssen wir drin die Koffer abgeben und das ist richtig voll. Ich habe da keinen Bock zu warten. Na. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. So, am Flughafen ist ein Indoor-Spielplatz, voll geil. Muss in Deutschland auch geben, finde ich. Damit man die Zeit mit den Kindern besser überbrücken kann. Ich geh hoch. Also draußen sind auch noch komplett Spiele, ne? I thought you saved me when I was down, but what you're doing has hurt me now, cause I've been in the fire line way too long. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Flugzeug, wir haben Essen bestellt. Okay. Bei den Wolken. Schön, ne? Und hier haben wir zwei Getränke bestellt und mein Essen kommt auch gleich. Ich hab Hunger. Obwohl wir morgen haben, muss ich ein Hähnchenmenü bestellen, weil wir nichts anderes haben. Oh. Wir sind mittlerweile schon zu Hause. Wir haben 2 Stunden geschlafen. Also ich und Dina haben 2 Stunden geschlafen. Dina ist im Flugzeug eingeschlafen. Also genau als wir aussteigen mussten, also genau wo wir gelandet sind, ist sie eingeschlafen. Also ich könnte bei dem Lärm und bei dem Druck, wie du runterfällst, also wie du stoppst mit dem Flugzeug, niemals schlafen. Sie ist auf jeden Fall eingeschlafen, deswegen konnte ich nicht mehr filmen. Ja, wir sind noch mit dem Taxi nach Hause, mit dem gelben. Und ich setze mich mal kurz auf die Toilette. Weil drin läuft das Fernsehen und im Schlafzimmer schläft Orle. Genau. Ja, dann sind wir halt mit dem Taxi gefahren und das Taxi war viel billiger als das Privattaxi. Wir dachten immer, Privattaxis sind günstiger. Naja, was Neues gelernt. Ja, dann sind wir nach Hause gekommen. Während ich am Schlafen war, hat Orle schon mal die erste Kleidung Wäsche gewaschen. Die habe ich dann auf dem Balkon aufgehangen. Dann sind wir aufgewacht, sind zu Max gefahren, essen und die Pommes haben wir so vermisst von McDonald's. Also Pommes in der Türkei hat keine Gewürze und kein Salz, nichts. Also das schmeckt wirklich nach nichts einfach.
Ja, dann haben wir uns noch ein Eis gegönnt. Danach waren wir einkaufen bei Aldi und Lidl. Unser Kühlschrank ist jetzt auch wieder gefüllt. Dann haben wir ein paar Getränke gekauft. Dann sind wir nach Hause gekommen. Ich habe die zweite Ladungswäsche angeschalten. Die habe ich jetzt gerade aufgehangen. Ja, und dann ist schlafen gegangen. Ich mache gerade... Ich packe gerade die Koffer aus. Es gibt einige Sachen, die wir nicht anhatten. Dann habe ich die Sachen, die wir gekauft haben, auf den Tisch gestapelt. Aber dann meinte ich, ich soll das Video dazu morgen machen, weil ich muss echt, wir müssen gleich duschen. Aber ich wollte erstmal hier alles sauber machen und dann duschen. Das Wetter hier in Deutschland ist gar nicht zu vergleichen mit dem Wetter in der Türkei. Also hier ist es so schwül und stickig und du kriegst einfach so schlechte Laune, du willst einfach ins Wasser hüpfen. Und in der Türkei ist es einfach viel angenehmer, viel schöner. Und ich habe wirklich heute schon nach dem neuen Urlaub gesucht. Willst du Pipi machen? Okay, dann zieh deinen Pimpas aus. Genau, ja. Ich bin sehr traurig, ehrlich, dass wir jetzt so früh gekommen sind. Aber nächstes Mal bleiben wir auf jeden Fall 10 Tage. 10 bis 14 Tage auf jeden Fall. Ob es dasselbe Hotel wird, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt, das wo wir waren, war ja ein 4-Sterne-Hotel. Wenn ich jetzt ein 5-Sterne-Hotel finde für denselben Preis, wo ich 100 Euro mehr zahle oder so, dann buche ich natürlich ein 5-Sterne-Hotel, ne? Das ist ja klar. Und wo Hotel und Transfer mit dabei, also wo Transfer mit dabei ist, dann muss ich nämlich kein Taxi zahlen. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich will auf jeden Fall fliegen. Ich habe Audit heute noch beim Einkaufen gesagt, dass ich fliegen möchte. Kommt halt drauf an, wenn wir uns mit der Familie von Audet treffen, in Istanbul oder im Iran, dann wird das nichts. Dann machen wir unseren Urlaub dort. Aber sonst würden wir gerne wieder in den Urlaub fliegen, ja, auf jeden Fall. So ihr Lieben, unsere HelloFresh-Box ist gerade angekommen. Wir haben da einmal von Pumpkin so ein Quetschi. Lena hat jetzt eins in der Hand, aber die wird das eh nicht essen. Glaube ich nicht ihr Geschmack. Dann haben wir hier einmal Tapas. Keine Ahnung, wie das schmeckt oder so. Dann haben wir hier einmal Superfood Chili Chia mit Kakao. Dann haben wir hier ein Müsli. Schatz, ich glaube, das verschenken wir alles. Ne? Was ist das? Irisches Bier. Irisches was? Mit Erdbeeren und Himbeeren. Muss man probieren, vielleicht ja, schmeckt das auch gut. Ja, hier, da musst du im Kühlschrank tun. Dann haben wir hier einmal Garam Masala. Garam Masala, was? Indische Küche. Meinst du, benutzt du sowas? Zum Würzen von Curry, Linsen, Geflügel. Ja. Dann haben wir hier einmal Kokoschips mit Karamell, das behalten wir. Basilikumsamen. Und das? Was ist das denn? Räubusch-Tee. Achso, das ist frischer Räubusch-Tee. Soll ich das aufmachen? Komm. Ja, nicht hopp. Bring mir das hier hin. So, wir essen jetzt Kartoffeln mit Tomatenmark. Ich zeig euch das mal, das hat auch gerade gemacht. Ja. Nein, nein, kein Salz. Und zwar sieht das so aus. Magisch, magisch. Ich bin sehr magisch. Baba, Baba. Ja, Baba, Baba. Nein, wir haben schon Salz reingetan. Das Salz haben wir schon, Baba. Ja. Nein. Oh, Schokolade, Schokolade, Schokolade. Wow. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt weitergeht oder ob wir letztes Mal einfach so abgebrochen haben. Aber ich glaube, wir haben abgebrochen einfach so. Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen. Wir waren kurz mit Lena nach 2 Wochen endlich wieder mal bei Penny und bei Kick. Ja, wir waren eine Runde spazieren. Ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Ich kann euch die jetzt zwar zeigen. Und Leute, ich habe meine neuen Klamotten an. Und draußen ist es so, so warm. Ja, wir haben jetzt gleich einen Termin und da müssen wir hin. Oh, da ist jetzt für eine Stunde zum Fußball gegangen. Also ich habe Sour Cream geholt. Ich wollte heute Pommes machen. Hellal annehmen, ne, du? Ja, auf jeden Fall habe ich Maxi King gekauft, darauf hatte ich Lust. Also darauf hatte ich nicht Lust, die waren reduziert. Oh, der Maifi, da drauf hatte ich eher Lust. Coco Fresh. Dann habe ich geholt 2-mal diese Flamingo-Smoothies bei Penny. Die schmecken auch super lecker. Ja,
sonst habe ich noch Stangeis gekauft, zweimal. Also 20 Stück insgesamt von Buzzi, heißt es glaube ich hier. Ja, das muss kalt werden an dem. Busalabna Keulen. Soßen, Tama. Busalmasalasem. Auf jeden Fall schmeckt dieses Flamingo Smoothie total lecker. Ich habe jetzt auch schon die Hälfte leer. Wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich mit der Bahn in die Stadt. Da haben wir dann so eine Stunde was zu erledigen und dann kommen wir auch wieder nach Hause. Ja. Und sonst gibt es nichts. Wir haben heute gefrühstückt nur. Ich sollte nicht kochen, hat Albert gesagt. Weil wenn er vom Fußball kommt, fahren wir direkt los. Ja, okay, mach auf. Dann fahren wir gleich los und dann lohnt sich das gar nicht zu kochen, weil das dann sowieso im Müll landet. Deswegen koche ich später für den und mich nur. Und dann holen wir was Kleines draußen. Was willst du denn? Bunga da Oma, de Back? Bunga da so machst du draußen, okay? Ja, das darfst du. Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Wir warten jetzt auf Order. Wir müssen jetzt kommen und duschen und dann fahren wir auch los. Ich kann euch mal in der Zeit zeigen, was wir meinen Schwiegereltern schicken. Das Paket ist nämlich komplett voll. Oh, Moment. Also wir werden natürlich ein anderes Karton hier verschicken, ne? Nicht das. Und zwar habe ich für meinen Schwager einmal das hier gekauft. Also eins für meinen Schwager und eins, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach zwei Stück mitgenommen letztens. Dann waren wir gestern auf dem Flohmarkt und ich habe bemerkt, dass wir unseren kleinen Neffen gar nichts mitgenommen haben. Deswegen haben wir dem jetzt so ein Auto gekauft. Das dreht sich und die Flügel gehen halt auf und so. Dann haben wir hier ganz viele Süßigkeiten-Tüten. Die hatten wir noch übrig von Ninas Geburtstagsfeier. Dann habe ich diese Kopfhörer zugeschickt bekommen von Studio. Das sind Bluetooth-Kopfhörer und die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Ich habe die schon ausprobiert, ich habe die aber danach wieder eingepackt, weil wir haben zwei Stück bekommen. Also einmal das und einmal normale Kopfhörer und die sind wirklich geil. Also die kann man aufladen, ist alles unten drin und die haben sogar eine extra Hülle. Voll geil finde ich das hier. Das ist das Case dafür. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Also die haben auch verschiedene Größen. Ich musste jetzt die austauschen, weil es nicht in mein Ohr reingepasst hat, aber ich habe das gehört und das stört gar nicht beim Putzen und so. Das finde ich voll geil, weil wenn ich meine eigenen benutze, dann bleiben die immer hängen. Genau, die schicken wir jetzt meinem kleinen Schwager, der freut sich bestimmt darüber. Und die kann man dann mit einem Samsung-Aufladekabel dann aufladen. Ja, mein Schatz. Dann habe ich hier die Schuhe für meinen Schwiegerpapa, die ich gekauft hatte, also die Hausschuhe. Dann haben wir hier Aspirin bis zum Geht nicht mehr, das habe ich euch ja in einem Haul gezeigt. Dann haben wir für meine Schwiegermama, für die Gelenke, Tabletten. Ja, dann wollte meine Schwägerin Masken haben. Ich habe so viele Masken gehabt, auch noch paar Stück, die ich gekauft habe, die ich benutzt habe oder vom Adventskalender. Die schicke ich dann ihr, das sind bestimmt 15, 20 Stück. Die Süßigkeiten wollte Albert zumachen, hat er aber nicht gemacht. Ich habe jetzt sehr viele Tüten Süßigkeiten vorbereitet, weil wir hatten so viel. Ich habe letztens Lina zum Beispiel die hier gekauft. Ich dachte, das sind diese Knisterdinger, aber das sind die sauren. Und ja, Lina hat die nicht so gemocht. Auf jeden Fall haben wir hier sehr viel Süßes drin. Dann hat Auda das hier noch mit eingepackt. Hier ist die Tasche für meine kleine, für unsere kleine Nichte. Und hier ist so viel Nagellack drin von mir. Da sind auch noch... Ja, okay, warte kurz, Schatz. Dann haben wir hier noch ganz viel Schminke und hier Haarkraft. Das sind Tabletten, damit die Haare schneller wachsen. Also alles, was wir nicht benutzen und was noch neu ist, schicken wir dahin. Die freuen sich dann immer unheimlich. Ich habe euch jetzt an die... ans Karton befestigt. Und hier habe ich so viel Nagellack reingepackt, Leute. Nagellack, Lidschatten, alles Mögliche ist hier drin. Weil das ist so viel Lippenstifte. Das benutze ich alles gar nicht. Und das ist viel zu schade, um wegzuwerfen oder schlecht zu werden. Ja. Und da kommen noch einige Sachen von Audas Tante rein, glaube ich. Die wollte auch ein paar Sachen schicken. Deswegen brauchen wir definitiv ein größeres Karton hier. Ja, und für meine Schwiegermama haben wir Tabletten, für Schwiegerpapa Schuhe und Tabletten. Wir haben also ganz viel. Das ist für Babane. Düt ist nicht für dich, das ist für Roman. Das ist für Roman, Schatz.
Du hast deine Barbies gestern bekommen, ne? Du hast Barbies ausgesucht und haben wir Barbies gekauft für dich. Ne, Schatz? Hadi, setz dich mal hin, ich zieh deine Schuhe an. Wir gehen ja gleich. Willst du runter? Ja. Ups. Und Leute, wisst ihr was? Wir wollten ja in den Urlaub fliegen nach 2 Monaten. Wir haben gestern mit Audel ein bisschen geredet. Und der meinte, der würde lieber in den Urlaub fliegen. So, ich muss jetzt die Stelle rausschneiden, weil ich verraten habe, was es wird. Ich weiß ja noch nicht, ob das Video online ist. Also, der will erst in den Urlaub fliegen, wenn unsere kleine Maus da ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann sparen wir heftig und fliegen dann aber 2-3 Wochen in den Urlaub. Also so richtig Urlaub dann, ne? Boah, meine Nase glänzt voll. Und mit dem Geld, was wir dann halt für unseren zweiten Urlaub ausgeben wollten, tun wir noch ein bisschen Geld drauf, kaufen uns ein neues Bett. Die Couch wollten wir umändern. Der Tisch sollte komplett weg, weil der viel zu groß ist für uns. Wir wollten so einen 4er-Tisch kaufen, das reicht auch. Manche kann man ja auch vergrößern. Aber alles mit der Zeit. Wir fangen erstmal mit dem Bett an, dann kommt dieser Tisch weg. Dann die Couch wollen wir sehr wahrscheinlich verkaufen. Aber auch nicht für teuer, für 100 Euro. Ja, ja, dann bring dir mal eine Pampers, dann wechseln wir das, Schatz. Ja, wir gehen bei. Pampers, ne, geht's dir denn, Jeff? Wow, Bea. Wow, ja, du siehst sehr schön aus. Bea. Ja, hat Marsha auch sowas? Nein. Nein? Genau. Ja, das haben wir dann halt spontan beschlossen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir jetzt mit einem Baby fliegen, aber ich könnte das dann jetzt nicht buchen, weil ich nicht weiß, ob das dann perfekt klappt, ne? Man weiß ja nie. Deswegen buchen wir das dann spontan. Aber wir werden definitiv viel sparen, sehr viel sparen, weil ich denke mal, das Hotel wird dann 3.000, 3.500 kosten, definitiv. Und so brauchst du auch Geld. 1.500, 2.000 Euro brauchst du auch. Ja, und jetzt werdet ihr fragen, warum spart ihr nicht für eine Wohnung, weil wir wollen erst ab nächstes Jahr anfangen zu suchen. Komm, Schatz. Und ja, Urlaub muss einfach sein. Audel arbeitet so viel und ich gönne dem das. Diese sieben Tage waren einfach zu wenig. So, das muss man jetzt mal so sagen. Das war definitiv zu wenig. Also wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt als Familie. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Und dieser Alltag, ich wollte heute kochen. Und Audel meinte, nee, Schatz, koch nicht. Ja, deswegen werde ich sehr wahrscheinlich am Abend einfach Pommes mit Sour Cream machen. Lina, guck mal, Papa ist da. Komm, Schatz. Müll? Ja, gleich. Du, du, Papa. Ja. Willst du nicht mehr? Du, du.